So, also unvorstellbar, was für Polizisten hier mittlerweile rum. Ist das hier Ihr Auto? Ja, das ist mein Auto, Mann, du Blindkopf. Hallo, okay, das gibt eine Anzeige. Hat ein kaputtes Hecklicht, das wird teuer. So ein Ashlock, Alter, du willst noch sehen. So, mitnehmen. Du willst noch sehen. Mach den Kofferraum jetzt auf, ja? Müssen wir dich in Gewahrsam hier. Pardon, sie haben den umgebracht. Sie haben den umgebracht, Mann, verdammte Scheiße. Scheiße. Meine Verkehrskontrolle. Bitte steigen Sie aus dem Fahrzeug. Scheiße. Das sind NPCs. Weiterfahren. K-Mitglied kann man auch SEK-Fahrzeuge fahren. Sie sind Anwärter. Ich bin auch Anwärter, ja. Anwärter stillgestanden. Sie sind auch der Anwärter. Kollege ist Kommissar. Kommissar. Er hat nur falsche Jacke angezogen, ne? Nein. Doch. Sie war du, er ist so, Kommissar. Ich zeige jetzt meinen Dienstausweis. Ja? Das werde ich der Dienststelle melden. Okay. So, ich zeige Ihnen den jetzt. Haben Sie ihn bekommen? Sie sind Kommissar? Ja. Sie war du, er ist Kommissar. Rühren. Gut. Jetzt müssen wir erstmal klären, welches Auto wir jetzt brauchen. Bin drin. So, dann zeigen Sie mal, wie das geht. Möchten Sie auch nicht Blaulicht vielleicht anmachen? Machen Sie das an, ich habe keine Zeit dafür. Das geht nicht als Beifahrer. Herr Hort? Egal was ist, im Notfall, dass Sie daran denken, dass wir immer noch ein Team sind, Kollegen sind. Richtig. Und dass die Zusammenarbeit dann immer noch da sein muss. Auch wenn Sie sich sehr nicht gut verstehen. Habe ich nie bezweifelt. Das kriegen wir hin. Nur da so man wird ja wohl noch Professionalität an den Tag legen können. Hoffe ich. Genau. Gut, dann wäre es das soweit, dann wunderbar. Dankeschön. Und dann noch. Achso, genau, stimmt. So, Montana, wir gehen. Hä? Hey, Leute, was war das denn? Herr Montana? Montana, wir müssen uns auf Streife melden. Herr Sancho? Ja, bitte? Ja, guten Tag. Herr Sommer, sind Sie's? Ja, natürlich. Einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag. Also, freut mich, Sie wiederzusehen. Ich dachte, Sie wurden suspendiert. Nee, das ist ein Fake News tatsächlich. Sind Sie weiterhin Anwärter oder Praktikant? Ja, ich bin Anwärter. Frechheit, Alter. Wunderbar, vielen Dank. Das freut mich sehr. Kann ich bei euch noch mitmachen? Wir können leider nicht mehr zu dritt auf Streife gehen, da ich jetzt Kommissar bin. Hm? Stillgestanden! Genau, quetscht den aus wie ein Pflaum. Also wirklich sind Tänzer, einmal mit. Salutieren! Ja, Herr Brown, beschweren Sie sich. Rühren. Hallo? Haben Sie gerade Kokain gesogen? Hallo? Hallo. Offenes Feuer ist im Parkhaus nicht gestattet. Ich muss Sie auffordern, Ihre Zigarette zu löschen. Letzte Chance. Macht denn die Bundeswehr? Hallo? Montana, bitte treten Sie einen Schritt zurück. Polizei hört, komm. Letzte Warnung, bitte legen Sie die Zigarette nieder. Auf Postleitzahl 100, die Einheiten bei 1000 sollten bitte die Auto. Wunderbar, Dankeschön. Nee, was ist jetzt? Der hat sich wieder einer angemacht. Hallo Justiz, Rauchen ist hier in der Tiefgarage strengstens untersagt. Das ist der Bundeskanzler. Das ist der Bundeskanzler? Ja. Okay. Das ist wirklich der Bundeskanzler. Das ist der Bundeskanzler. Haben Sie ein Problem, dass ich unten rauche, oder? Nein, kein Problem. Haben Sie gerade den Ausbilder da? Sicher. Ah, rühren Sie sich. Ein wunderschön. Dankeschön. Was machen Sie hier?
Tiefgaragenkontrolle. Tiefgaragenkontrolle? Ja. So, wer sind Sie? Mein Name ist Max Sancho, Kommissar Max Sancho. Ah, ich hab das Feuerschuss vorne auf den Fahrer. Jemand reparieren. Kann ich. Sauber! Nee. Beide Helikopter am Boden. Explodiert, alle am Boden. Oh. Auf dem Tower oben drauf. Verdammt, sie können doch nicht, wenn andere dabei sind, so eine Scheiße machen. Ja, stimmt. Das dürfen wir nur machen, wenn keiner da ist. Hallo! Ah, ist auch geil Vorsicht, geparkt hier. Hallo, was soll denn das hier? Hallo? Was ist jetzt? Herr Sancho, was machen Sie da? Hallo, was macht der Mann auf dem Parkplatz? Haben Sie Lack gesoffen? So, und einmal aussteigen. Ja, sofort. Auch noch. Sofort aussteigen. Wir müssen einmal einparken, bitte. Ja. Treten Sie bitte vom Auto zurück. Wollt ihr mich verarschen? Das ist sofortige Truppenmobilisierung. Los. Aus, einmal bitte weg von der Tür, weg von der Tür, ich pack einmal ein. Wenn Sie sofort aussteigen, sorge ich dafür, dass es hier relax ist. Einmal bitte vom Fahrzeug wegtreten, bitte. Ja, wir haben genug Fahrzeuge, ich bin im Laufen. Sonderwege rechts freigegeben. So. Ja, das wiederholen ist wirklich. Sonderwege rechts. Alles in Ordnung hier? Alles gut hier? Guten Tag. Ja. Alles super. Ist ein Doktor gerade da? Ein was? Ja, also ja, ich bin ein Arzt, ja, hallo. Sie sollten mal meine Krankenakte gucken, ich sollte mir heute eigentlich einen gelben abholen. Einen gelben? Ja. Soll ich dir sagen, was du sonst kriegst, ja? Ja. Du kriegst einen Cock. Oh. Ja. Oh. Davon distanziere ich mich. Tschüss. Da muss ich aber los. Reden Sie bitte mit bisschen Respekt mit den Kollegen, ne? Durchgefunkt, hier, wer übernimmt Einsatzleitung? Hallo Herr Adams. Einmal den Herr Adams grüßen. Hallo Herr Adams. Hallo Herr Adams. Das geht, Herr Adams. Das geht lauter. Hallo. Hallo Adams. Guten Tag, Herr Polizeipräsident Adams. So geht das. Da war das. Gomez. Herr Gomez, gut gemacht. So will ich das hören. Einmal jetzt alle. Guten Tag. Guten Tag, Herr Markus Adams. Dankeschön. Mit euch. So, Herr Bill, machen Sie weiter. Das ist nur eine Information. Ich hab gar nichts gemacht. Für Sie. Was machen Sie im Büro? Raus hier! Was machen Sie hier? Raus hier! Da unten, der bekommt Haft. Rausgeschlagen. Loser. Habt ihr das gesehen? Ja. Gut. Der Luft. Ja. Kommissar Trimax an Zentrale. Wo wurde der Panic-Button ausgelöst? Wir brauchen eine genaue Anschrift. Wow. Oh, falsch. Korrigiere, Kommissar Sancho. Was machen Sie hier? Raus hier. Da unten, der bekommt Haft. Rausgeschlagen. Always on the run from Captain Hook.